Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu XCOM. Wir haben die Mission jetzt nochmal neu gestartet, denn wie ihr wisst, na ich sag mal, es hat kein ganz so gutes Ende genommen in der letzten Folge. Deswegen prüfen wir es nochmal. Wir haben hier nochmal die Spezialistin eingetauscht und deswegen gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ich habe gerade eben den großen Game of Thrones Session Rundown hinter mir. Also von dem Spiel. Für alle die neu sind oder das nicht mehr wissen, ich habe ja ein LP von dem Spiel gemacht und habe jetzt endlich die letzte Episode gespielt. Hammer nice. Ja. Kann ich nur empfehlen. In ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Ja, das hat ja letztes Mal so gut funktioniert. Unsere Position ist verborgen. Nicht. Also da rein müssen wir ja schon mal nicht. Da war letztes Mal keiner. Jetzt ist nur die Frage, ob das immer genauso sein wird. Ich sehe den Feind. Zwei. Ja. Alle klar. Ein Geschütz. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Auf dem Dach sind auch zwei. Ich versuche mal hier so. Habe ich jetzt gespeichert? Muss ich ja mal kurz gucken. Speichern, ja. Ich versuche mal sneaky vorzugehen, sodass wir die wenigsten Feinde aufdecken und mit sehr, sehr, sehr viel Glück einfach durchrennen können. Vielleicht funktioniert das ja. Ich bezweifle es zwar, aber naja, man weiß ja nie. Ja, aber spätestens, wenn wir da losballern, sieht uns das Geschütz doch sowieso. Oder was sagt ihr? Na? Ich bin mir noch nicht sicher, aber der Rundown könnte eventuell funktionieren. Jetzt mit denen hier eigentlich egal ist, wo wir hinrennen. Aber wieso werden wir denn nur hier gesehen? Verstehe ich jetzt auch noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Naja. Wir können das Geschütz abballern, aber dann würden wir sicher auch gesehen werden, wa? Ja. Also das mal zur Not hier. Wir können uns mal hier hinstellen. Da werden wir ja nicht gesehen. Vielleicht sehen wir auch Gegner. Keine Gegner. In dem Fall rennen wir jetzt mal hier hin. Okay. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Woran ist die Gegner? Die waren doch hier irgendwie. Ja, die waren. Mal gucken, wie weit wir vorkommen, ohne gesehen zu werden. Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Okay. Und ab geht's. Können wir hoch aufs Dach schicken, genauso wie den Sniper. Den haben wir ja gar nicht dabei, stimmt. Ja, zur Not können wir mit dem eigentlich... Einen müssen wir noch hier lassen. Und zwar so, dass wir zur Not noch das Geschütz deaktivieren können. Also Abballung halt. So, ich hoffe, die sehen mich jetzt hier nicht. Ne, die laufen weg, okay. Ja, ich weiß nicht, wie clever so ein Rundown sein kann, weil drinnen kommen wir ja so oder so irgendwann auf Gegner. Die Frage ist nur, ob die dann noch. Ah, genau, ja. Ja, komm, gehen wir jetzt nicht auf den Sack, das habe ich ja schon gesehen. Ob die jetzt geprockt werden, wenn wir praktisch entdeckt werden, oder ob die da einfach weg sind. Oh nein, das war ziemlich nah, wo wir jetzt hingelaufen sind, oder? In der Nähe ist ein Advent Captain. Wir sollten ihn mit dem Schädelstecker kampfunfähig machen. Also du bist ja, ich sag mal vorsichtig, etwas näher dran. Aber mit dir können wir auch noch ein bisschen... oh Gott. Ja, du bist hier und hier sind... Ja, wir können noch ein bisschen weiter vor. Los, los, los. Weil wir sollten wir jetzt gesehen werden, ist das Geschütz halt echt sowas von tödlich. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Da
das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Bewegung, Bewegung. Ich würde da gern versuchen durchzukommen, ohne gesehen zu werden. Also zumindest mindestens eigentlich in die eine Richtung. Aber ob das funktioniert, kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen. Ich würde gerne ja sagen können, aber kann ich leider nicht. Und ich weiß jetzt noch, dass eine lange Nacht... Boah, nicht zu weit. Nichts gesehen, oder? Ich weiß schon, dass das eine lange Nacht werden wird, denn ich muss, nehme jetzt noch hier so ein paar Folgen auf, muss noch schneiden und muss mich dann noch an ein, an ein Video setzen, an ein Projekt, das noch etwas geheim ist, sag ich mal. Wir müssen quasi nur da durchrennen, da ist aber ein Roboter drin. Das heißt, eigentlich müssen wir nur aufs Dach. Das Problem daran ist, dass hier sind auch Gegner, das weiß ich ja. Das heißt, wir rennen jetzt dahin und hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Ich hätte speichern sollen, ich Idiot. Ja, genau deswegen. .040, das war wahrscheinlich genau jetzt. Aber ob das jetzt vor dem Zug war oder nach dem Zug, werden wir wirklich jetzt erfahren. Oh je. Ja, das wird schon gut gehen. Denn rein theoretisch kann ich jetzt einfach hingehen, mit einer Granate da reinhauen und dann hoffen, dass uns das Geschütz von ganz da hinten nicht mehr angreift. Und auch hoffen, dass die Gegner von ganz da hinten nicht mehr hervorkommen. Kann auch sein, das ist komplett die falsche Taktik. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Genau, mit der sind wir da ganz vor reingerannt. Das heißt, wenn ich die jetzt den jetzt hier stelle. Hier patrouillieren Feinde. Hier auch. Aber hier vorne, ja genau, die sehen wir ja. Die können wir rein theoretisch alle wegmachen. Mit ein oder zwei Schüssen. Dann hast du aber doch da schon. Ja, wisst ihr was? Wir speichern jetzt. Und bringen so alle in Position. Wo sind denn hier die nächsten? Hier, ja, die sind relativ weit weg. Die haben hier oben aber auch ein Geschütz, was, wie soll ich sagen, jetzt auch nicht gerade gut für uns ist. So, dann kann die auch noch schießen. Den würde ich ganz gerne dazu bringen, dass das Geschütz wegballert, wenn es geht. Oh, jetzt habe ich mimiert. Intelligent. Und dich würde ich gerne dazu bringen, mal nur ein bisschen vorzurennen und irgendwie in Deckung zu bleiben. Das würde mir schon reichen, ohne dass du dann von denen angeballert wirst. Also am besten eigentlich hier. Bin schon dabei. Ja, und jetzt schauen wir mal, was der Tag uns bringt, würde ich sagen. Ah, jetzt kommt schon die Zwischensequenz. Ja, ja, kennen wir alle schon. So, dann schauen wir mal. Granate Go, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Granate! Aber es sollte... es reicht aber, glaube ich, nicht ganz für die Offiziere. Nee, genau, reicht nicht ganz. Aber die rennen ja halt sowieso weg. Deckung ist aufgeflogen. Jetzt kommt halt drauf an, was die anderen alle machen. Ich glaube, erstmal sind eh nur die am. Ah, okay, sind alle im Zug. Die werden wahrscheinlich losrennen, ne? Ne, also nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, so ein bisschen, okay. Ja, das Geschütz ist halt jetzt halt echt ein Problem, aber es kann ja jetzt noch nicht schießen. Also mit ihr haben wir nochmal eine Granate. Ach, wir kriegen nicht Ball. Das ist echt ungünstig, dass die sich jetzt aufgesplittert haben. Also das Geschütz haben wir doch 100% mit dem, ja? Also. Geschütz weg. So. Jetzt muss man überlegen. Von links. Okay, du bist die einzige, die noch was machen kann. Shit. Hoppala. Dann würde ich sagen, aber eine Granate daran zu verschwenden ist auch irgendwie doof. Mit 76%, wenn ich da nicht trifft, dann haben wir auch ein Problem. Okay.
Jetzt ist natürlich die Frage. Ah, das sind so viele Gegner. Das ist echt übel. Ja, jetzt gucken wir mal, was die da hinten, die werden halt interessant, weil das noch echt viele sind. Haben die uns halt ganz gut eigentlich flankiert. Aber jetzt die Frage, ob er. Was er jetzt macht. Kontrolle übernehmen, desorientieren, Wiederbelebung. Zustands, was? Okay. Ah, ich konnte ich jetzt nicht lesen so schnell. Ja, er wird logischerweise schießen, denke ich. Oh, Feuerschutz. Betäubt wahrscheinlich, oder? Ne, das ist desorientiert, okay. Das ist egal. Solange sie ihn nicht betäuben, ist das okay. Und er schießt wahrscheinlich noch. Er markiert ihn. Und ballert danach drauf. Shit. Ja, wie viel Schaden? Wow, wird mir nicht angezeigt. Nice Game, nice. Ja, wir haben jetzt natürlich ein ordentliches Problem. Was ist jetzt los? So. Dich müssen wir hier hinschicken. Ah, egal, vielleicht triffst du ja nicht. Na, sehr gut. So. Wir müssen dann mit dir irgendeinen sicher wegschlitzen oder ballern. Den Betreibungsglänzer. So. Den haben wir noch 40, aber nicht, wenn wir hier hinlaufen, sollten wir ihn auf jeden Fall sicher wegmachen. Nur drin sind ja auch noch so komische Roboter, das ist das nächste Problem. 50% immer noch, das kann doch nicht sein. Na, immerhin trifft sie, okay. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich den Sektor I töten, weil, aber der ist halt, wo ist denn unser Medikit? Ah, nicht hier, geil. Also Schrotflinte kommt auch nicht so weit, aber vielleicht mit dem Feldposten oder Feuerschutz. Geschütz, ja. Ah, jetzt habe ich das dadurch jetzt aktiviert. Ich hoffe nicht. Feuerschutz. Ja, und du wegrennen oder? Ja, der Schattes irgendwie. Ja, aber treffen wir sowieso nichts dann. Also von dem her hier hin. Und Deckung, würde ich sagen, oder? Oder auch Feldposten. Der ist halt einfach schon fast tot. Die Mission ist echt so krass schwer. Kann das sein, dass es einfach jetzt falsch anging? Ah, der ist, was macht er jetzt? Kontrolle? Desorientierung? Ich weiß nicht. Wiederbelebung, okay. Okay, er trifft nicht. Wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall mal mit dem Medikit hochheilen. Ja, das Geschütz schießt sogar noch. Boah, und nur weil ich das jetzt reaktiviert habe durch das Anschauen oder was? Feuerschutz wurde entfernt. Bisschen Orientierung entfernt. Okay, wer hat unser Medikit? Er hat das Medikit und kann es nicht einsetzen. Und wieso? Wieso sind keine Ziele jetzt verfügbar zu heilen? Bist du völlig geistesbehindert? Also können wir den mit einmal weghauen? Ja, können wir. Dann machen wir das auch, Mr. Putin. So. Dadurch geht eine Thread nochmal weg. Das Geschütz ist leider immer noch da. Ja, nimm mit. So. Er stirbt. Zwei Feinde noch. Also Geschütz inklusive, ja. Den kriegen wir auch locker weg. Wenn ich da jetzt hinlaufe, baller ich den jetzt auch weg. So. Jetzt müssen wir irgendwie noch das Geschütz ausschalten und den dann nächste Runde heilen. Und hoffen, dass die anderen Soldaten nicht nachrücken. 72% ist ziemlich scheiße, deswegen speichern. Ups. Speichern und hier hinrennen. Wurde auch schon übel angeschossen. 82. Hört sich doch schon besser an. Geschütz down. Okay. Nächste Runde. Nicht nächste Runde. Shit. Deckung. Ja, nicht.
Oh, sehr gut, die machen nichts. So, wieso kann ich denn jetzt nicht... Ich kann nichts heilen hier. Außer die Gremlin-Heilung, aber die ist doch gar nicht so gut. Ich verstehe nicht, wieso ich mit dem hier nicht heilen kann. Ich verstehe es nicht. Wenn ich mich jetzt da hinstelle, dann müsste ich doch eigentlich heilen können. Der ist in Radius, der ist alles. Jetzt endlich. Ja, zwar ein bisschen Verschwendung, weil 4 und 3, aber egal. So, dann ist der auch wieder fast voll. Das heißt, du kannst wieder ein bisschen vorrücken. Aber nicht oben rein. Wir müssen versuchen... Also oben sind Gegner, das weiß ich ja. Wir müssen, aber dann decken wir die ja automatisch auf. Stellen wir dich hier hin und hoffen, dass du niemanden siehst. Okay. Du hast ja ein bisschen... Nee, du hast gar keinen Schaden genommen. Ja, wenn ich dich jetzt hier oben hinstelle, dann siehst du hundertprozentig schon die Gegner, die da stehen. Deswegen machen wir das mit dir nicht, sondern stellen dich mal hier hin. Erstmal, ja. Vorerst. Okay, So. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben. Ja. Sobald wir die haben und abgehauen sind. So, da haben wir jetzt schon die 4 Gegner gesehen. Und da ist noch ein Roboter drin. Na, wie sage ich das euch jetzt? Kurz und schmerzlos. Einfach wird das nicht. Sie muss auf jeden Fall noch nachladen. Geil. Macht sie jetzt gerade mal. Auf geht's. Ja, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann weiß ich 100% schon, dass da oben Gegner sind. Deswegen ist wahrscheinlich das Klügste, uns hier hinzustellen. Kein Problem, Boss. Oder sind die vielleicht doch nicht, aber eigentlich sind die immer dort oben. Oder waren die weiter hinten? Weiß ich jetzt gar nicht. Feuerschutz auf jeden Fall. Genau das gleiche mit dir. Du bist nämlich auch schon ein bisschen angehittet. Aber wir hätten die Gremlin-Heilung, glaube ich, nicht auf ihn setzen. Auf den anderen da setzen sollen. Die Mission ohne die Verluste zu schaffen wird echt schwer. Ich weiß doch, dass die da sind, aber ich will da nicht hin. Oder können wir vielleicht noch eine Gremlin-Heilung durchführen? Jetzt, da ist auch der Roboter. Dieses krasse Teil, ey, mit Granatenwerfer, mit allem. Zwei Rüstung, 4 Schaden, okay. Und von oben schießt er auch noch? Ach komm schon. Oh shit. Wo ist unser Grenadier? Wo ist unser Grenadier? Hä, wo ist denn der? Du bist doch nicht... Doch, du... Wieso kannst du den... Oh nein, er hat schon alle Granaten verbraucht, oder wie sehe ich das? Aber ich kann ihn doch rein theoretisch hier runter... Genau, ich kann ihn hier runtersetzen. Spring durchs Dach und runter da. So, und jetzt baller schon den Roboter weg. Komm schon. Ja, geil. Okay. Roboter ist down. Habt ihr das gesehen? Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, wie wir das mit den anderen machen. 19. 34. Also wir müssen hier auf jeden Fall mal in Deckung noch lassen. So viel ist sicher. Also einmal hier hin eine Granate, eventuell. Dich wahrscheinlich hier. Ja, hier. Einen besseren Stützpunkt finden wir eigentlich. Okay, das ist schon mal gut. Das machen wir jetzt mal mit dir. 9 Schaden, ey. Krass. Übelst Overkill. So, du hast 33, aber du hast gerade noch einen Granaten-Range, oder? Nicht. Dann natürlich bad jetzt. Egal, dann stellen wir dich hier hin. Haben wir 2 Schussversuche. 44. Und nicht in Granaten-Range. Das kann doch gar nicht sein. Nein, wir kommen nicht ran. Nein, in dem Fall dann die mit mehr Munition. Feuerschutz. Und hoppala. Ah. Oh nein, das habe ich schon gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nochmal Escape drücken. Und speichern. Naja. Ja, wir müssen eher warten. Aber wahrscheinlich bewegt er sich.
Gar nicht. Okay, vielleicht treffen wir. Oder auch nicht. Okay, jetzt sitze ich jetzt zurück bis zu dem Kern. Andere Gegner sind noch nicht gespottet, was mir jetzt irgendwie nicht so gefällt. Naja. So. Ah, Mann, jetzt hat sie aufgedeckt. Shit. Nice as low. 4 Gegner noch. Wir haben keinen Granaten. Oh, die kommen aber ran hier. Jetzt wollen sie aber Nummer 1 erstmal wegmachen. Oh. 76% und du verfehlst, ey. Ah, ist schlecht. Ah, es wird schlecht ausgehen. So, was kann er denn? 61. Ah ja, mal gucken. Okay. Okay.